Heute ist Sonntag, 23. Tag in Monat Schwat. Sagt der Rambam, wenn ein Mensch kommt zu Pflanzen im Feld, darf er nicht mischen zwei verschiedene Arten von Kerne zusammen. Und wenn eine macht es in Eretz Yisrael, gibt es sogar Malkes. Was ist der Hintergrund? Und warum ist das die allererste Halachot, die der Rambam sagt in seinem neuen Buch, in dem siebten Buch, in Hilchot in Sefer Zeraim? Es ist die allererste Halachot, weil das ist die erste Axt, was ein Mensch kommt und macht im Feld. Das ist eine Axt von Pflanzen. Und die Mensch muss wissen, es gibt eine bestimmte Seder, eine bestimmte Ordnung, was Gott hat gemacht in der Welt. Wir mischen nicht zwei Arten von Kerne zusammen. Wir mischen nicht zwei Arten von Kleidung, Material, von Wolle und Leinen zusammen. Und wir mischen nicht zwei verschiedene Essen, Milch und Fleisch zusammen. Weil der Eibischte hat eine Seder gemacht in der Welt, eine Ordnung gemacht in der Welt. Und wenn wir gehen nach dem Rezept von Gott, diese Ordnung wird dann gehalten und aufbewahrt, und dann hat die Welt seine Fortsetzung. Und deswegen kommt die Hilchot Peah, die Hilchot, dass man muss lassen die Ecke für die armen Menschen erst nachher. Weil die erste Sache ist, um andere Menschen zu respektieren, muss man erst mal wissen, dass es gibt in jeder physischen Tat, was ein Mensch machen kann, gibt es eine Anweisung von Gott. Wie können wir jemanden anders respektieren? Wenn wir sehen in die andere Gott, wie werden wir ein Teil von dem Feld lassen für die armen Menschen? Wenn wir sehen in dem Feld auch Gott, deswegen kommt erst Hilchot Kelaim, erst die Halachot, wie wir pflanzen, und dann die Halachot, von jemand anders zu helfen. Von hier alleine, weil ein Mensch kann nie sagen, ich respektiere andere, aber Gott nicht, das geht nicht. Weil echter Respekt für jemand anders kann nur sein, wenn man sieht auch in der andere und auch in jedem Gegenstand Gott. Heute ist der 23. Tag im Monat Schwat. Sagt der Rebbe in Jem. Der alte Rebbe hat einmal gehört, wie seine Frau, der Rebbe, sagt über ihren Mann, und sie sagt, meiner sagt, hat der alte Rebbe in einen tiefen Gedanken reingegangen und gesagt, mit einem Mitzwa bin ich deine, gehört zu dir, mit wie viel gehört zu Gott. Und nach diesem tiefen Gedanken, der alte Rebbe hat gesagt, Zeno oder Enno, geh raus und set Gott, benutzt ziehen, wenn wir von unten nach oben, wenn wir sehen, wenn wir kontemplieren auf der Welt, sehen wir Gott. Und von hier sehen wir die Wichtigkeit, dass in jedem Ereignis, was wir machen, sollen wir Gott sehen. Es ist kein Zufall, dass dieser Herr Jemjen und auch die von den letzten Tagen sind gewidmet für Frauen. Das ist unglaublich. Der Rebbe hat ja Jemjen geschrieben 1944. Aber viele Jahre später, in 1988, in diesen Tagen, war die Stalkus von der Rebbe zum Chaim Musia, Chaim Mushko. Und das hat der Rebbe schon Jahre davor in diesen Tagen geschrieben über die Besonderheit von den Frauen in dem jüdischen Volk.